Jans und herzlich willkommen zurück zum Scania Truck Driving Simulator. Weiter geht's mit Hoch in den Wolken. Diesmal verschlägt es sich in die hohen Berge. Bringe die Maschine für den Straßenbau hinunter. So schön sie auch ist, die Aussicht darf dich nicht dazu verführen, deine Augen von der Straße zu nehmen. Das hier ist die Art Gelände, die jeden Fahrer zu deinem Letzten machen kann. Gut, dann legen wir mal los. Mal schauen, wie es wird. Sollte wahrscheinlich nicht allzu schwierig sein, hier hinunterzufahren. Bisher sieht es doch ganz gut aus. Ist aber auch ziemlich breit hier. Okay. Da hat der Trailer und die Ladung gerade ziemlich geschoben, dass ich fast nicht mehr bremsen konnte. Ich glaube, das war ziemlich knapp. Das war jetzt ziemlich einfach. Sehr schön. Ich möchte ganz kurz schauen, wie knapp das war. Was? Okay, da sieht man nichts. Ja, ganz kleines bisschen knapp. Weiter geht's. Düngemittel. Ein Bauer aus der Umgebung möchte deine Hilfe. Auf seinem Hof befindet sich ein leerer Düngertank, den er zur Gänze aufgebraucht hat und nun gerne loshaben will. Hol ihn am Ende der Sackgasse ab und biege dann rechts ab, wenn du deinen Bauernhof verlässt. Okay, sieht jetzt auch nicht unbedingt so schwierig aus, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich eher das Rückwärtsfahren bis zum Auflieger könnte schwieriger sein. Aber ansonsten sah es das ziemlich einfach aus. Aber werden wir wohl gleich wieder sehen. Okay, weird. Da rutscht das Teil rum wie keine Ahnung was. Starten wir doch nochmal neu. Wohl lieber ein bisschen zu langsam fahren als zu schnell. So, schon viel besser. Müssen wir jetzt hier rückwärts reinfahren oder können wir irgendwo drehen? Ich fahre mal vorwärts rein, ich denke mal, wir können irgendwo schon drehen.
Ja, hier hat es ja genug Platz. Rechts hat's was. Muss ein bisschen aufpassen. Sollte aber klappen, wie es aussieht. Ja, sehr gut. Ja, okay, das wird dann wahrscheinlich eher knifflig, mit dem Aufblick hier durchzufahren. Wie mir scheint. Die Schatten. Gehen richtig crazy. Okay, da rechts ist eine Zone am Boden. Sieht aber gut aus. Yes. Wieder hier ein bisschen schräg reinfahren, damit wir da durchkommen. Okay, der Flug könnte jetzt schwierig werden. Sehr knapp. Habe ich so wie nicht gesehen. Okay, so sollte das gehen. Ja, ganz knapp. Da rechts ist ein Rad. Holy shit. Nein, nein, ich glaube, das nehmen wir jetzt damit. Ah, moin. Okay. Alter, das waren Millimeter. Wirklich Millimeter. Weiter geht's zur nächsten Aufgabe. Bauarbeiten. Schon seit mehreren Wochen werden größere Reparaturarbeiten auf einer wichtigen Straße der Stadt durchgeführt. Die Baufirma bittet dich um Hilfe. Ein entscheidendes Arbeitsgerät ist ausgefallen und muss unbedingt repariert werden. Beeil dich. Die vom Verkehr verstopfte Stadt hat es nötig, dass die Straßen so schnell wie möglich wieder freigegeben werden können. Okay, nochmal kurz schauen, wo lang wir müssen.
einmal da durch, das ist klar. Dann Auflieger annehmen und dann einfach geradeaus eigentlich. Okay. Mal schauen, wie eng das jetzt hier ist. Was? Da passen wir doch niemals durch. What the hell? Wie? Wie? Okay, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Alter. Es ist doch manchmal einfach richtig unnötig eng. Ja moin, als ob das gepasst hat. Alter. Crazy. Alright, da werden wir beim Auflieger einfach rückwärts ran und ankoppeln und dann vorwärts durch die Baustelle durch. Perfekt. Jetzt kommt das Schwierige wahrscheinlich. Diese S-Kurve da vorne. Was wahrscheinlich ziemlich eng sein wird. Mal schauen. Okay, nee, geht sogar noch. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre viel enger. Gut, dann war es eigentlich ziemlich einfach. Perfekt. Kurz schauen. Okay, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge wieder vom Scania Truck Driving Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.